Herzlich willkommen, meine Lieben, zur Demo von Bio-Goddess Doomsday Begins. Yeah, Sex Appeal meets Zombie Abschlachten. Ein Edgeware-Konkurrent? Eine Hommage, eine gelungene, an The Killing Antidote? Nein, es ist Trash. Es ist ziemlich schlecht. Ich hatte schon ein paar Minuten reingespielt, aber wo es dreckig wird, bin ich mit dabei. Wir gehen da einfach mal rein. Es ist ganz witzig, mal mit anzusehen. Los geht's. Wir nehmen den Normal Mode, oder? Ja. Ich bin nur der Gastgeber. Ich habe damit nichts zu tun. Ich hoffe, ich muss das nicht vorlesen, denn es geht leider relativ schnell auch weiter. Das ist meine Ausrede. Genau. Ja, irgendein Monopol, es gibt Aufstände, alles doof, wir sind dagegen. Scheiß Großkonzerne. Ja. Das sieht nach einem Grafikfehler aus, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Besser. Gut. Geräusche. Krieg ich mal meinen Button, bitte? Danke. Ich bin Schülerhäuserin Pan Kingnam. Heute ist die Schülerhäuser-Mann-Sing-Zi-Udong. Ich mach's mal ein bisschen leiser. So. Also ich bin Ashley. Ich bin Schülerin. Morgen ist das Halloween-Event in unserer Schule. Es gibt viel Dekoration und Spiele. Wir arbeiten voll hart an der Deko. Okay. Und jetzt sind alle weg. Ich habe eine Grünpflanze, sie heißt Toni. Nein, nee, ach, keine Ahnung, letzter Tag. Ja. Voll neblig. Voll gruselig, kann kaum was sehen. Ashley, komm aus dem Arsch, wir müssen fertig werden. Und wir denken, das ist unsere beste Freundin, fast eine Schwester. Sie wurde bei den Protesten gefangen genommen, aber offenbar ist sie wieder freigekommen. Hat die aber ein Glück. Aber sie hat leider eine Amnesie, ja, dumm gelaufen. Ah. Hä? Was spielen die denn da? Boah, wie kriegt man das eigentlich weg? Ich muss an den Button kommen, dankeschön. Da ist noch was zu. Ken. Hä? 麻煩你查看一下, 盧老師留下的那雙東西是什麼來的? Guck mal nach. Oh, Spielzeugwaffen. 麻煩你幫忙放到五樓嘅活動室, 嗰度有射擊遊戲嘅攤位. Bring sie zu 5F, da wird damit gespielt. Okay. Bis dann. Dann vergeht etwas Zeit. 點解人留低咗一支玩具手槍同子彈冇帶走嘅? Warum hat Ken eine Waffe hier gelassen und ein paar Patronen? 我試咗下手槍. Oh, die ist ja echt. 呢把應該係真槍嚟㗎. Oh, Mist. 我冇話俾雙靈知. Ich sag das Karen lieber nicht. Ah!
Was geht denn jetzt ab? Was ist da los? Irgendwer beißt und tötet Menschen. Mich auch. Aber nur gebissen, nicht getötet. Beschützt mich. Tür zu. Leise. Ja. Hier brennt's. Wenn's brennt, sollten wir abhauen. Wo bleiben die Bullen? Voll gefährlich. Ich hab eine Knarre. Knarre? Das war kein Spielzeug. Pass bloß auf, du. Ich weiß, was ich tue. Pass auf Ken auf. Ah, sogar mit Holster. Jawohl. Jetzt geht's ab. Okay. Ja. Was haben wir hier? Erste Hilfe? Nehmen wir. F, okay. Das ist unser Fighting-Move hier, ne? Klingt auch... ich will es nicht sagen. Was haben wir hier? Save Point. Ah ja, das war mein Probeeinstieg. Ah, schaut mal, eine Kiste. Oh, denn, achso, nee. Das ist meins. Gut. Ich hätte gern die Knarre. Jawohl. Ich höre da was. Ja, Grafik könnte besser sein. Ich darf da nicht weiter, weil die Stimme kam von woanders. Ich würde ja sagen, in Gefahrenlagen sollte man derartige Stimmen vielleicht eher vermeiden. Aber ich nehme an, sie weiß, was sie tut, weil sie ist ja Highschool-Kid. Und nach ihrem Abschluss und so. Und sieht so aus, als wäre die ziemlich oft sitzen geblieben, dass die noch hier ist. Okay. Die hat Hunger. Ist das ein Zombie? Ist die da jemand anderen? Ich muss nach Karen gucken. Ah, haben wir schon erledigt. Jawohl. Ja. Alles gut. Ja, und zielen und was ist das? Ach, rollen. Okay, cool. Press left mouse button to charge and push the enemy back. Ach so. Ach ja, das. Das ist meine Rolle. Okay. Aber vielleicht sollte ich eher mal schießen. Ja. Das war ein spannender Fight. Der hat mich Nerven gekostet. Ach so, ich soll nach Karen gucken. Ach so, was sagt sie? Okay, der ist in einem furchtbaren Zustand. Sieht aus wie von Zombies angeknabbert. Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Die Frau, die ich erschossen habe, war ein Zombie. Warum sonst sollte ich sie erschossen haben? Ja, es ist nicht zu verhehlen, die Atmo will nicht so wirklich rüberschwappen. Kenno. Bleib hier? Ich glaube, das ist... Es sah so Zombie-unmäßig aus. Ich hoffe, ich habe da nicht einen unschuldigen armen Ken erschossen, der einfach nur Bauchweh hat oder so. Hat er vielleicht noch was hinterlassen? Nein. Ich habe nur noch 3 Schuss. Das ist ein bisschen arg wenig, ist mein Eindruck. Aber ich kann ja noch das. Was soll mir schon passieren? Okay. Ja. Gut. Vielleicht gehen wir jetzt hier lang. Da hinten ging es ja nicht weiter, ne? Jawohl. Na, ihr hättet auch schon bessere Tage. Oh, das hasse ich ja. Ich kann maximal so hoch und so tief gucken. Das nervt.
Okay, was steht hier? Ah, ich kann Schießpulver mischen für Patronen. Geil. Crafting hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Komme ich hier durch? Need Showroom Key. Ich brauche den Showroom Key. Hat einer von euch einen Showroom Key? Nein? Na gut. Trotzdem danke fürs Zuhören und tot sein und Maul halten. Danke. So, wo soll ich jetzt hin? Ach, da hinten war ja auch noch ein Gang, richtig. Ich habe einen Tipp. Ich soll Karen finden. Ja. Dann finden wir jetzt Karen. Hier ging es nicht weiter. Dann gehen wir jetzt da lang. Ist ja auch noch so ein Dude. Ein Zombie-Dude. Hoffentlich braucht er nur drei Treffer. Ah, ich muss länger warten. Okay. Ich hätte mir wahrscheinlich Patronen sparen können. Na toll, es hat nicht gereicht. Bodycheck. Du wirst von einem Mädchen zur Seite geschubst. Ah, hier haben wir was. Gut. Na dann komm. Hi. Okay. Wieder was gelernt über das Spiel. Sehr schön. Leider kommen wir hier nicht durch. Seht ihr? Zu breite Hüfte. Gehen wir hier weiter. Oh, Junge. Okay. So. Auf. Mhm. Ein Großraumbüro. Na gut. Oh, so könnte ich ja nie arbeiten. Beneide niemanden um sowas. Okay. Warum schicken Sie mir... warum lassen Sie mich Studenten nicht nach Hause schicken, obwohl es hier so gefährlich ist? Haben die mir etwa gedroht, mich sogar zu feuern? Sie hatten mich schon im Blick, als ich gegen die Established Enterprise war. Aber ich gebe meine Studenten nicht auf. Wer war der Typ, der mir sagte, es gibt einen Leak? Die Situation passt zu dem, was er sagte. Ich habe die Mail an unsere IT geschickt, aber sie haben auch keine Idee, wo die herkommt. Etwas konkreter, bitte. Ich habe jetzt noch keine Vorstellung. Mrs. Sun, alles cool? Die Studenten benehmen sich wie immer. Mein Bein fehlt, aber wird schon. Wie geht's euch denn so? Ken ist seltsam. Ich hab ihn erschossen. Und Karen ist weggelaufen, die olle Zippe. Da oben brüllen Irre rum. Vielleicht ist sie dabei. Ich geh mal gucken. Da kommst du nicht hoch. Brauchst eine Keycard für einen Aufzug. Krieg ich deine? Meine liegt in 3F. Was man so macht mit Karten. Sag mal, hört ihr das? Nee, jetzt ist es nicht mehr da. Okay. Ja, wir finden's. Du nimmst dieses Telefon-Gerät. Wenn du etwas brauchst, kannst du mich kontaktieren. Alles ist vorsichtig. Ja, ist ein Walkie-Talkie. Smartphones sind des Teufels. Meld dich, wenn was ist. Oh, weia. Zombie-Party. Gut, Nummer 1. Können die da durch? Wir finden es gleich raus. Das ist auch so eine Mischung aus Schulmädchen, Polizistin und Pin-Up-Girl. Gut, durch Türen gehen die offen. Okay, da gucken wir mal nicht weiter hin.
Tja, tut weh, wa? Also dir, mir nicht, zum Glück. Gehe ich recht in der Annahme, dass die, deren Köpfe nicht platzen, ein Problem bleiben? Das wäre jetzt so meine Vermutung. Okay, vielleicht hätte ich da auch einfach umgehen sollen. Hätte ich ein bisschen Munition gespart. Welche Irre stellt denn hier Kerzen auf? Sag mal, ja, der Workshop-Room-Key. Aber ich brauchte ja von dem Showroom auch einen Key, ne? Da bringt der mir hier erstmal nichts. Müssen wir hier weiter. Eins F, wir wollen auf 3 F. Ja. Ist doch ein bisschen deformiert, oder? Hast du einen anderen Zombie gegessen? Komm ich hier rein? Wahrhaftig. Okay, gut. Oh, hi. Oh, fuck. Die hat mich gebissen. Werde ich jetzt auch ein Zombie? Wie sieht's denn mit meiner... Oh, die ist noch gut, die Energie. Können wir mal nachtreten? Nee. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Die Schule ist irgendwie komisch. Der Campus ist ziemlich alt, aber es gibt viele neue Technologien. Und ich verstehe nicht, wie sie funktionieren. Sieht aus wie eine Schule von Established Enterprise. Scheint ja echt so ein Ding zu sein, diese Enterprise. So, was haben wir denn jetzt eigentlich so bei uns? Metal Workshop Room Key. Gunpowder. Ja. Oh, alles nicht aktuell. Bringt uns inhaltlich nicht weiter. Ja. Achso, er ist hingefallen, Edibage. Ja, ist ein bisschen Vorderlast, ne? Gut. Und jetzt hast du die Erlösung. So gut wie. Oh Gott, hier ist ja noch eine. Na? Oh. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. Es ist geil, dass die jetzt mal hinfallen. Sehr schön. Gut. Was haben wir hier? Item Bag. Ah, jetzt habe ich wahrscheinlich, ja, weiteren Inventarslot. Das ist schön. Das sind Sägen, ne? Wow. Ach, da war ich doch schon mal. Oder? Ja. Ach, schön. Wo führt jetzt hier lang? Da komme ich nicht durch. Kann ich da einen Schlüssel vielleicht verwenden? Nee. Oh, was war da noch? Achso, das ist einfach die Tür. Aber liegt da nicht... Da liegt Munition. Hab ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Tja, hier kommen wir eher nicht weiter. Tja, wo wollen wir dann hin? Der Aufzug. Vielleicht hat das Spiel ja vergessen, dass ich... Nee, hat's nicht. Schade. Probieren wir es hier nochmal. Nö. Das hier war der Klassenraum. Hier liegt... Ah, nee. Oh. Hab ich das mal sehen? Das war gar nicht offen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Unterm Strich haben wir jetzt schon gut Munition, das freut mich. Können wir Ken gleich nochmal töten. Einfach so. Einfach, weil er doof ist. Hi, Ken. Das sieht echt nicht zombisiert aus, oder? Ich habe gerade kein gutes Gefühl dabei, den erschossen zu haben. Aber wir können ja mal speichern, wo ich schon hier bin. Gut. Na dann. Was haben wir hier noch? Ach, hier war ich ja schon mal. Ich renne gerade im Kreis, ne? Need Showroom Key. Vielleicht ein Übersetzungsfehler? Nein. Ja, wo soll ich denn jetzt hin?
Habe ich eine Map? Oh, ich habe eine Map. Was war mit der Tür? Da können wir ja nochmal hin. Ja, also es ist nicht gut. Gut wäre weit übertrieben, aber irgendwie es spielt sich ja nicht ganz solide. Also da habe ich schon Schlimmeres gespielt. Ist jetzt auch nicht gerade ein Kompliment. Aber ist halt so. Also da gibt es echt Schlimmeres. Hier vielleicht? Da war ich ja schon. Halt nur von der anderen Seite. Ah, hier war auch noch eine Tür zu. Nee. Gut, was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir die erstmal erledigen? Gnadenschuss? Gerade ein bisschen unbefriedigend. Schau gerade noch mal die kleinen Bürozellen ab, ob da irgendwas Nützliches ist. Sieht aber nicht so aus. Nö. Tja, teuerste. Was machen wir denn jetzt? Klonk. Okay, ich möchte behaupten, das ist jetzt nicht so ein großes Hindernis. Aber hey, was weiß ich schon. Ah, hier geht's ja auch nochmal außen rum. Geht das nicht. Okay, wir müssen zwei Stockwerke höher. Wie machen wir denn das? Den habe ich doch. Na bitte. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Oh, Hammer, Helme, das könnte alles hilfreich sein. Aber nee, wir nehmen das Gunpowder. Natürlich. Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Okay, cool. Jetzt dürfte mein Inventar langsam voll werden. Ja, die Medipacks werden leider auch nicht gestapelt. Okay. Oh, ich hoffe, es wird geil. Viel Party und so. Wir wollen ja hoch, ne? Aber ich meine, wo wir schon hier sind. Ja, Toilette ist abgeschlossen. Das scheint ihm den Rest gegeben zu haben. Oh, oder auch nicht. Gut, dann komm mal her, Bubi. Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm. Aber siehst, du musst nie wieder zur Toilette. Hä? Okay. Sieht genauso aus wie vorher. So eine Etage höher, okay. Von mir aus. Ah, okay. Viele enge Gänge. Vielleicht gucken wir uns erstmal woanders um. Da liegt was. Das hätte ich gern. Oh. Ich hoffe, ich kann... Okay. Ich hoffe, ich kann ohne Werkbank oder so craften. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Stirb mal. Na bitte. Können wir eigentlich auch gleich mal die Klo-Kabinen absuchen? Schon ein bisschen arg dunkel. Nichts. Das ist eindeutig das Herrenklo. Es sei denn, ich habe irgendwas Grundlegendes nicht verstanden. Vielleicht stimmt doch beides. Okay.
好黑啊。Ich habe auch kein gutes Gefühl. Lass uns erstmal was craften. Mix. Ja, schön. Kann ich gebrauchen. Das ist alles A, ne? Aber vielleicht kriege ich ja noch eine neue Waffe in der Demo. Ich bewahre mir das erstmal auf. Ah, siehst du? Da ist wieder so ein Dulli. Hier ist noch eine zweite und ich sehe die nicht. Ich greife ihn mal von hier an. Da. So, jetzt wird es auch mal Zeit zum Hinfallen, oder? Ja, bitte. Hi. Na bitte, sehr schön. Ah, eine Taschenlampe, das ist gut. A Torch. Q. Ah, es verbraucht Batterien. Das nehme ich dir so ein bisschen übel, liebes Spiel. Ja. Oh, das kann manche aggressiver machen. So, ich hab's geschnallt, ja. Okay. Da noch mehr? Achso, ich habe die gar nicht aufgehoben. Doch, ich habe sie doch. Oder? Ja, keine Ahnung. Liegt da immer noch. Von mir aus. Wer war das? Du warst das. Gut. Alle Lichter aus. Ziemlich dunkel jetzt. Flashlights sind nicht so gut. Sie scheinen die Dinger durcheinander zu bringen und die sind noch gruseliger. Sie greifen dich die ganze Zeit an. Also sei vorsichtig. Das haben wir gerade gelernt. Eigentlich hätte das die Tutorial-Info gewesen sein müssen. So hübsch eingepflegt in die Story. Chance vertan. Hier sind ja echt viele, ne? Aber ich würde jetzt auch ungern so viel Munition verballern. Geht die Tür hier zu? Nee. Doch. Nee. Nee. Das klingt gerade so komisch. Neuer Gegnertypus? Oder steht da auch noch auf? Diese Kriecher, die klingen so. Verpiss dich. Wir sind jetzt seriously injured. Ich hatte länger keinen Speicherpunkt mehr. So. Ah, gut. Geht uns gleich besser. Ich auszudenken, wenn ich die Lampe benutzt hätte. So, Zeit, was Neues zu mischen, oder? Mix with this. Ja, gibt 6 Schuss, glaube ich, ne? Okay. Ja, so Türen sind für die nicht das Problem. Das ist ganz gut. So. Wir sind jetzt auf 2F, ne? Wir sind noch lange nicht am Ziel. Zu offen. Und besetzt. Also schnell raus wieder. Und Muni gespart. Gut. Zu. Oh Gott. Keine Tür. Die müssen wir umliegen. Komm, Schatzi. Aus wie eine Lehrerin. Kann das sein? Bist du Pädagogin? Bist du schlau? Vor allem bist du tot. Gut.
noch ein Gunpowder. Nein, Träumchen. Was ist das hier? Oh, da brauche ich einen Schlüssel für. In Ordnung. Tja, so, die Grafik ist ein bisschen monoton, könnte man sagen, ne? Da ist wenig Abwechslung drin. So, neuer Speicherplatz. Tick, 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 tick. So, und abgetippt. Wunderbar. Ist hier was Neues drin? Nee. Ich könnte ja mal was reinpacken. Ich habe nämlich keine Slots mehr. Gut, und ich mische mir nochmal was. Ja, bin einverstanden. Gut. Da liegt was, ne? Ah, Batterien. Sehr schön. Okay, Einfluss dieser Established Enterprise. Es ist die Schuld des überbordenden Kapitalismus. Die Enterprise kontrolliert alle Komitees und Mitarbeiter der Stadt. Der Besitzer lebt wie ein König. Die Regierung interessiert das alles nicht. Okay, und sogar die Medien vertuschen alles. Ah. Ich hätte Bock auf eine neue Waffe. Wo kommt der denn jetzt her? Oder von wo bin ich gekommen? Ach so, da muss ich lang, okay. Na komm. Ich glaube, das ist ein Tanz. Ich bin kurz davor, wieder einen Unschuldigen hinzurichten. Er sieht echt kräftig aus. Gut. Ah ja, da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Noch so eine Irre. Dadurch, dass es mit dem Ziel so lange dauert, ist es ein bisschen undynamisch, ne, das Kämpfen. Was war das hier? Was ist das hier? Altarschlüssel. Auch jede Menge Schlüssel. Na gut. Ziehen wir weiter. Okay. Hier brauche ich wieder ein bisschen Abstand. Oh, das sah fast eher nach Hilfe aus. Aber egal ob Zombie oder nur ungepflegt, ich richte dich hin. Das war hoffentlich nur Deko. Oder kommen die hier auch? Es ist Deko, es ist Deko, alles gut. Alles gut, keine Riesenspinnen, wir können durchatmen. Alles wird gut. Tja, das können wir vergessen. Hier müsste ja auch ein Treppenhaus sein. Ah ne, hier ist der Aufzug. Open One-Way Door. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Wieder so ein Klopsi. Vielleicht sollte ich hier in den Bauch schießen, dann platzt er oder so. Ah. Das ist eklig. Und das weißt du auch. Hat ihn das Licht hier aggro gemacht? Das ist ja interessant. Gut, bevor ich... Da ist ja auch noch jemand. Okay. Das wäre auch erledigt. Gut, Zeit, sich wieder Munition zu craften. Mix. Perfekt. Gut. Ja, dann denke ich, wird es Zeit für die One-Way-Door. Oh ne, hier geht es ja auch noch weiter. Aber das wird hier das reinste Munitionsgrab. Wow, das war eine ordentliche Fontäne. Oh, die verträgt wieder so viel. Aber ich glaube, das macht doch die Distanz, ne? Sollte denn das mal werden?
Bleibst aber schön liegen, ja? Liegt auch nochmal eine Taschenlampe. Oh, eine Granate. Wow. Ah, 3 ist eine Wurfwaffe. Ah, aber in dem Fall ist es eigentlich nur eine Fackel. Und wo setze ich das ein? Equip. Hm. Okay. Habe ich die jetzt schon geworfen? Nee, ne? Explodiere ich jetzt, eventuell gleich? Okay. Ja, es ist wirklich nur eine Fackel. Aber es lenkt die ab. Das ist auch praktisch. Alles klar. Ah, das... Okay. Das war gar nicht so schlecht, so als Spielmechanik. Das geht klar. So, und jetzt sind wir auf F3. Jetzt müssten wir eigentlich die Fahrstuhlkarte finden. Hoffe ich. Geht wieder gut los hier. Geht mir nicht so auf den Sack. Ich mag's nicht, wenn mir auf den Sack geht. Niemand mag das. Niemand mag euch. Oh, du siehst noch so lebendig aus. Ah, kein gutes Gefühl dabei. Gut, verbrauchen wir mal so eins, oder? So. Was ist das da? Ah, okay. Irgendwas, was in die Luft fliegt. Oh, und eine Granate, sehr gut. Jetzt haben wir sogar eine richtige Granate. Okay. Ja, ich muss sagen, es spielt sich nicht schlecht. Da sind schon Ideen drin. Also noch ein bisschen hakelig. Es geht schon klar irgendwie. Es erscheint wohl bald im Early Access. Vielleicht gönnen wir uns das mal, oder? Ist halt sehr klassisch, so. Klassischer Survival-Horror. Aktuell noch ein bisschen Billo. Aber gut, es gab ja auch noch höhere Schwierigkeitsgrade. Das ist ja jetzt erst normal. Aber easy wäre einfach nicht mehr interessant, muss man sagen. Ja. Danke fürs Sterben. Oh. Das ist, glaube ich, ein bisschen härter, oder? Schauen wir mal. Ist für den vielleicht die Granate? Nee, es geht so. Okay. Hier war auch wieder irgendein creepy Ritual abgehalten worden, würde ich sagen. Ah, wieder so ein Kriecher. Gut, da könnte man auch noch nachbessern. Wir haben hier die Blasen. Streng genommen habe ich die nicht ausprobiert, aber ich nehme an, die würden zerplatzen und mir schaden. Wir haben die Kriecher und wir haben die Wandler. Es ist jetzt noch nicht so viel Abwechslung. Da fehlt es irgendwie noch in Ideen. Ah, ja. Ah, ich habe mein Inventar, glaube ich, zu voll. So, dann werden wir mal mixen. Was haben wir hier? Gunpowder C. Interessant.
Ich habe sie so oft gewarnt, aber sie achten nur auf ihr Geld. Das Management hat ihre eigene Verschwörung. Okay, ich werde Waffen verteilen und werde helfen, mehr Studenten zu retten. Obwohl sie wahrscheinlich nicht wissen, wie sie funktionieren. Besser als nichts. War Ashley nicht in der Studentenverbindung, die sich mit solchen Waffen auskennt? Okay, ich habe einiges in den... ich habe einige Waffen und Ressourcen im Studentenverbindungsraum gelassen. So kann sie die anderen unterrichten. Aber bis auf Weiteres werden wir das darüber nicht weiter reden. Komme ich da nicht hinter? Ja. Auch wieder solche komischen Gebilde. Ist auch eine Tür. Geht nur von einer Seite auf. Na gut. War das die One-Way-Door? Hätte ich mir diesen ganzen Umweg sparen können. Aber dann wäre weniger Blut geflossen. Das wäre auch doof. Beschließe ich jetzt mal so für uns alle. No blood, no fun. Ah, voll. Okay, dann können wir das wegpacken. Wie praktisch. Weg damit. Nee, ich will den Schlüssel. Keybox. Nee, Showroom Key. Das ist gut. Welche Universität soll ich wählen? Soll ich das gleiche nehmen wie mein Traummädchen? Oder soll ich mal Lehren fragen? Traummädchen. Frag dein Traummädchen. Die Lehrer haben keine Ahnung. Folge deinem Herzen. Ja, ist gut. Okay. Dann kombinieren wir jetzt mal. Ich habe da irgendwas knurren hören. Rifle Rounds. Kriege ich ja hoffentlich bald meine Rifle. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Nee, ne? Gut. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Aber da war doch noch ein anderer Weg. Nehmen wir den jetzt. Genau hier. Da ist nichts, aber das ist nochmal so ein Bläschen. Na, und ein Gegnerchen. Na, dann komm. Naja, tut weh. So ein bisschen, ne? Tja, da geht er in der Kopf. Hallöchen. Ein Pipi-Mädchen. Ich glaube, du warst eine Streberin. Ashley scheint nett zu sein. Sie ist nett, aber aber jeder ist sauer nach den Protesten gegen die Enterprise. Sie hat nichts darüber gesagt und jeder hält sich von ihr fern. Es ist traurig, aber soll ich mich mit ihr anfreunden? Aber dann werde ich wahrscheinlich auch ausgegrenzt. Da habe ich keinen Ratschlag zu. Also Studienplatz nach Traummädchen, das geht fit. Hier weiß ich auch nicht. Es kommt mir zu anständig von mir vor, ihm zu empfehlen, setz dich für sie ein. Das steht mir irgendwie nicht. Ist nicht meine Art. So, dann machen wir dich mal zuerst fertig. Stirb doch mal. Na bitte. So, und jetzt kümmern wir uns um die andere. Oh, krabbel mich nicht an, meine Güte. Diese Blasen wachsen nach, ne? Was? Was ist denn das? Ein schäbiger Trick. Was?
kann nicht wahr sein. Wo kommt denn jetzt wieder raus? Es wird langsam grenzwertig. Okay, sie ist tot. Alles klar, ich sollte ein Medipack nehmen. War das ein Fehler oder kann die das halt so? Oh, das ist ja gleich der nächste. Oh. Der konnte deutlich weniger ab. Größe scheint wohl doch nicht alles zu sein. Ah, ich habe neuen Schlüssel gefunden. An diesen ganzen Keyboxes bin ich doch schon lange vorbei, ne? Ist wieder aufgestanden. Hoffentlich finde ich neue Keyboxes. Sind bestimmt nützliche Items drin. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay, was soll das hier darstellen? Ah. Keine Ahnung. Da muss ich wohl doch zu diesen Freaks da. Aber ich habe nicht mehr viel Munition. Beziehungsweise die falsche. Hm. Na gut. Hilft nichts. Hoffentlich haltet ihr nicht so viel aus. Ich habe nämlich nicht mehr viel Munition. Stirb. Genau. Auch ein Zombie kann ruhig ein bisschen kooperativ sein. Erna hat sich zum Glück einen Karton verhakt. Das verschafft mir ein bisschen Zeit. Ah ja, lass dir Zeit mit Nachladen. Es geht ja auch nur um unser Leben oder so. Okay, 5 Schuss. Das ist nicht mehr viel. Moment, war da was? Ja. Oh, bitte Munition. Jetzt sollte ich auch einfach mehr ausweichen, oder? Hm, das gibt auch wieder nur Gewehrmunition. Ich habe noch kein Gewehr. Das kann ich da tatsächlich nicht gebrauchen. Das muss ich liegen lassen. Hm? Was ist das? Hm. Kann ich denn irgendwas ablegen? So, so geht's auch. So, dann kann ich mir neue Muni craften. Gut. Okay. Fackel lasse ich mal liegen. Wir haben jetzt eine Granate. Von dort kamen wir, ne? Ein neues Dress? Wie legt man das an? Ich habe keine Ahnung. Hm. Na gut. Es ist halt da. Ach so, hier. Wollen wir es nehmen? Grün? Grün ist die Farbe des, der Hoffnung. Hm? Nehmen wir das. So. Okay. Die guckt so ernst. Oder nee, sie guckt eigentlich fast ein bisschen blöd, ne? So ein bisschen stumpf. Hallöchen, ihr beiden. Ihr drei. Nur noch wir beide. Und du hast den kürzeren gezogen. Sehr schön. Ah, hier sind noch mehr. Kann ich hier vielleicht einfach weg? Nein, kann ich nicht. Ah, sehr gut.
Gut, dann ist jetzt erstmal Schluss mit Töten. Ich hab die Keycard. Sehr gut. Dann jetzt auch zum Fahrstuhl, würde ich sagen. Und ich muss sagen, all das Kämpfen war nicht so unbedingt nötig, ne? Es läuft ganz gut so. So, gleich bin ich sie alle los. Darf ich denn jetzt mit dem Fahrstuhl zurück oder muss ich wirklich den ganzen Weg nochmal laufen? Hier lang, ne? Na, mal sehen. Können Sie mich hören, Frau Sonne? Ja, hast den Schlüssel und noch andere Blagen. Alles Zombies, alle tot. Schade. Du auch? Ja, aber Lift ist kaputt. Brauchen wieder einen Schlüssel, weil Schalter, Box und so weiter ist schon. Warte, ich guck mal. Ah, ist auf 2F, Hausmeisterraum. Wir sind natürlich dumm genug, dahin zu rennen. Kann die nicht auch mal... Ach, okay, der lag blutend auf dem Boden, zugegeben. Dann übernehme ich hiermit die Verantwortung. Und die Führung. Da hinten war das Treppenhaus, ne? Na. Gut, also wir müssen doch den Weg zurück. Aber immerhin mit einer neuen Mission. Ist doch auch schön. Respawn vielleicht auch die Munition? Nee, leider nicht. Hatte zu Beginn mal den Eindruck, aber scheint da doch nicht der Fall zu sein. Kommst du denn jetzt her? Ich habe doch alle getötet. Und, ach doch, hier komme ich weiter. Gut. Hoffentlich können die auch keine Treppen steigen. Oh. Sehr schön. Wo kam das denn her? Geh mir vom Leib. Das lagt. Ah, ist ja gleich die nächste Tonne. Na, dann kommt mal her. Bin ich euch los. So, ich könnte mal auf die Karte gucken. Ich sehe aber keinen Hausmeisterraum. Aber wir sind auf zwei. Achso, Moment. Da unten? Nee. Gut, müssen wir es selber rausfinden, wie es aussieht. Liegt da wieder was? Nee, schade. Ich habe auf diese Fässer auch noch gar nicht geachtet, muss ich zugeben. War mir da was Grundsätzliches entgangen? Was war denn das für eine billige Geschichte? Ist einfach um mich zugeglitscht. Ich bin damit nicht einverstanden. Showroom. Showroom war aber ganz unten. Aber hier war doch was... War hier nicht was verschlossen? Ja, ja, genau. Powerbox-Key. Das ist doch gut. Da muss ich wahrscheinlich unten in den Showroom und dort finde ich die Powerbox.
Und so wird es sein. Oh, Sackgasse? Nicht ganz. Da war was. Ah. Dann ist es mir egal. Oh. Warum können mich auch gerade alle so schlecht leiden? Stell ich die Lampe anhab. Can only open from the other side. Na, Kriecher? Guck mal, was ich kann. Lass deine Performance echt lausig geben. Treppe? Kann ich da runter? Ja. Hi. Tja, wohin denn jetzt? Da war ja noch eine Tür zu. Ich hoffe so ein bisschen, dass es die sein wird. Aber hier renne ich gerade in eine Sackgasse. Schauen wir mal. Ja, Sackgasse. Hoch, hoch, links und dann geradeaus durch. Liegt sie auch immer noch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich bin auf dem Holzweg. Aber schauen wir mal. Oh, fuck! Was könnte ein Hinweis sein? Der läuft auch so ein bisschen wie ein Körperklaus, ne? Und alle wollen so einen ankrabbeln. Furchtbar. Ah, da geht's weiter. Aber wo ich hier gerade bin, kann ich ja vorher nochmal speichern. Jo. Sind wir angeschlagen? Ja. Warum habe ich endlich immer noch den Boxkey? Keine Ahnung. So, hier ging's weiter, ja. Ich habe den Showroom Key. Interessant. Was soll ich denn hier? Aber die Rifle, die hätte ich auch gerne mal. Hat die einer von euch? Warum steht hier überhaupt? Das wäre vielleicht die erste Frage. Egal. Equipment. Klingt gut. Ha. Need Key. Falscher Key. Ach so, das war auch der andere Schlüssel, der für die Box, ja. Hierfür habe ich keinen. Hat einer von euch den? Sieht nicht so aus. Da könnte die Waffe drin sein. Das würde irgendwie jetzt passen. Hm. Hm. Hm.
wollen wir denn hin? Bin auch unschlüssig. Das sieht gut aus. Da. Okay, jetzt müssen wir doch was einfallen lassen. Es reicht nicht für euch beide, die Munition. Vielleicht finde ich hier welche. Ja, sehr gut. Sieht's mit der... Oh, da bräuchte ich jetzt dringend mal was. So, und jetzt stirb mal. Das wäre ganz cool. Kannst mir ein bisschen zu viel ab. Sehr gut. Das war eine sichere Sache. Ah, diese... Ich hatte irgendwie gedacht, diese großen Medipacks füllen voll auf, aber das ist gar nicht der Fall. Sollte ich mir gleich auch noch eins holen? So. Ist hier außerdem noch irgendwas Nettes? Die Demo ist ganz schön lang nebenbei bemerkt, ne? Viele Studenten sind zu den Protesten und unsere wurden verhaftet. Wie verrückt von einer Schule, die von den Enterprises gesponsert wurde. Jetzt kontrollieren sie alles. Ich hoffe, die Studenten sind sicher. So. Ach, da liegen auch noch Batterien, ne? Aber die brauche ich gar nicht so unbedingt. Speichere ich mal. Also ich merke, irgendwie fesselt einen das schon so ein bisschen, das Spiel. Ein bisschen was richtig gemacht. Ah, lass ich mal liegen. Ich brauche noch einen Slot eventuell. Oh. Gehen wir mal wieder. Gunpowder, okay. Habe ich noch ein zweites? Ja, sehr gut. Mix. Ja, sehr schön. So, wo ist die? Da. Ich glaube, das ist weitgehend randomisiert. Will ich überhaupt hier sein? Brauche ich von hier irgendwas? Ah, hier ist nochmal Munition, das ist gut. Da auch. Und jetzt nichts hier weg. Ansonsten hoffe ich jetzt mal darauf, dass dieser Raum keinen tieferen Sinn hatte. Das ist auch gut. Tür geht leider nicht zu. Gut, hier geht's nicht weiter. Bleiben hoffentlich hübsch da drin. Habe ich eine Map hierfür? Bin jetzt gerade hier. School Office Staff Room. Car Park Security Rooms. Könnte interessant sein. Kantine. Und von der Treppe bin ich hergekommen, ne? Achso, da unten, da bin ich auch noch nicht weitergekommen, genau. Da ist ja noch so ein Dude. Den nehmen wir uns mal vor. Oh, und auch eine Dudin. Wo kommst du denn jetzt her? Warst du da auch drin? So. Ein Problem weniger. So, als Anzeige auch gar nicht schlecht, dass sie diese Granate dann an der Hüfte trägt. Hexagonale Kurbel, okay. Kann ich die jetzt schon wieder gebrauchen? Komme ich nirgendwo vorbei?
es da schon mal probiert? Nur von einer Seite, gut. Sieht das nicht irgendwie nach Elektrozeugs aus? Kann ich aber nichts dran machen. Gehe ich nochmal in diesen abgedunkelten Raum. Achso, dann fülle ich mal nach. Oh. Die füllen gar nicht voll auf. Doch. Achso, darum stand da auch. Die werden einfach ausgewechselt. Die sind halt generell nicht ganz voll. Ah, das ist eigentlich auch ganz cool. Dann gehen wir nochmal da hinten raus. Sind tatsächlich auch in dem Raum geblieben, ne? Aber hier geht's auch nirgendwo so richtig weiter. Will mich eigentlich ducken? Nee. Nein, 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 nein. Keine gute Idee. Sind denn hier noch irgendwelche Türen? Da hinten geht's wieder raus. Vielleicht muss ich da auch durch, um quasi diese Wracks da zu umgehen. Hau ab. Roll dich. Sehr gut. Oh, ich habe richtig viel Munition. Vielleicht sollte ich auch mal wieder ein paar abknallen. Gut, die bleiben im dunklen Raum. Das ist gut. Dann habe ich nur diese eine hier. Hi. Woher habe ich eigentlich so viel Munition? Oh. Einer hat es doch geschafft. Oh, die kommen von dort alle. Das gefällt mir jetzt nicht so. Wo geht's denn jetzt hier hin? Ah, gut. In diesem kleinen Raum war ja nur so ein Midi-Pack. Und ein Zettel. Oh. Oh. Okay. Und als erstes lang da. Würde ich fast sagen, ne? Okay, das war ein kurzes Vergnügen. Viel mehr Changing Room. Aber da sind wir auch eben schon dran vorbeigekommen. Okay, ist irgendwie ein Schwimmbad oder so, ne? Naja. Passiert nichts. Hä? Achso, muss ich von hier vielleicht die andere auslösen? Ist das die Idee? Nee, das war nicht die Idee. Welche Tür öffne ich denn damit? Verstehe das nicht. Wie geht? Hier ist auch sonst nichts weiter, ne? Was haben wir denn hier unten so? Hatte ich nur das? Moment, da hinten ist noch eine Tür. Guck uns die doch mal an. Oh. Ah, ne, die. Hm? Die war doch vorhin zu, ne? Auf der Map ist es aber als offen. Hab ich sie jetzt vielleicht aufgeschossen damit? Ne, habe ich nicht. Hm. Seltsam. Probieren wir das jetzt mal. Ich verspreche mir jetzt nicht allzu viel davon, aber mal sehen.
guck mal, also da käme ich ja durch und ich bin ein alter, dicker Mann. Und sie nicht. Und dann drehen wir jetzt nochmal eine Runde ums Schwimmbad. Wahrscheinlich scheuche ich sämtliche Zombies auf. Da treibt was im Wasser. Ob ich da ran kann? Gott, im weißen Kleid. Ich halte das für keine gute Idee gerade. Andererseits ist es ihr Kleid. Kann mir auch egal sein. Da war doch was. Nee, ich komme da gar nicht ran. Nee. Was hat das zu bedeuten? Kann ich das vielleicht von da auslösen? Nee. Die hält das auch voll komisch, ne? Mal wieder hoch. Ja, ihr seid noch alle da. Ist ja nett, dass ihr auf mich gewartet habt. Hättet ihr gar nicht müssen. Hier ist aber auch sonst nichts. Keycard. Ich hab ne Keycard. Oh, da ist aber noch ein Weg. Den können wir auch nochmal beschreiten. Für eigentlich gar nichts. Ist doch völlig sinnlos. Komm ich dahin? Und zumindest von dort zu mir, wie es aussieht. Oder? Nee. Ja, durchs Herz ist doch alles kein Hindernis. Oh, kann ich da rauf rollen? Nee, leider nicht. Ich hab irgendwie Lust, die mal mit der Granate zu bewerfen. Machen wir mal, oder? Dann wirf schon. Ah, es hat geklappt. Hatte nur nicht den Effekt, den ich mir gewünscht hätte. Schade. Hätte mir ein Schlachtfest gewünscht. Da ist ein Monitor an, ne? Das könnte vielleicht was zu bedeuten. Achso. Save Point womöglich. Dann schauen wir nochmal an. Nee, das ist eigentlich gar nichts. Raum ist uns auch einfach nichts Wichtiges. Kann ich vielleicht oben noch mal was mit dieser Kurbel anfangen? Schauen wir noch mal. Wo hatte ich die überhaupt gefunden? Hier im Sicherheitsraum? Oder kann ich da was kurbeln? Schauen wir mal hoch. Nee, hier kann ich nichts kurbeln. Es ist jetzt gerade so ein bisschen Leerlauf, Stillstand, Sackgasse. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Zeit in der Demo unterwegs. Vielleicht ist es dann auch mal Zeit für einen Cut, würde ich sagen. Viel mehr kann ja auch eigentlich nicht mehr kommen. Sonst wird es ja schon bald ein Spiel. Na gut.
Ja, was soll ich sagen? Also es ist schon cheesy, da muss man nicht drum rumreden. Aber es hat schon dieses typische Survival-Horror-Feeling, so man es denn gewohnt ist aus der Zeit. Das finde ich tatsächlich so recht sympathisch. Kann man sich mal gönnen. Ja. Na gut. Dann danke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ja, ich glaube, wenn das jetzt nicht allzu teuer wird, wenn es in Early Access kommt, würde ich mir das glatt mal gönnen. Dann spielen wir es mal ausführlich. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.